Nur ein Davon haben wir 4000. Mehr kann ich alles machen, was hier haben wir 4000 abgegeben für den Ankeckpanzer, was ein solides Stück Arbeit sein dürfte. So, wir verkaufen die Pfeile. Räuberscrap können wir bei dir leider nicht verkaufen. Schmuck auch nicht, aber die ganzen Edelsteinchen. Dolch, Betäubungspfeile. Und die Rüstung hier. Und den Rest brauchen wir leider alles noch. Feuerpfeil kriegst du auch nicht von uns. Und ja, eigentlich sagte ich, dass es das letzte Mal sein würde, dass wir Berikos besuchen, aber da habe ich mich wohl ein bisschen verschätzt. So, wir gehen jetzt rüber ins Wirtshaus von Feldpost. Wusch. Und ja, ich hätte das mit der Map, glaube ich, einfacher machen können, ohne dass ihr alle den Drehwurm kriegt. Ich bin nur immer noch unschlüssig, was ich mit den Pfeilen machen soll. Mit den Bolzen. Ich glaube nicht, dass ich die irgendwo noch loswerden kann. Ja, haben wir nichts mehr, was es noch zu verkaufen lohnt. Schade. Außer den ganzen Schmuck, den er mit sich rumträgt. Ah, hey, so haben wir wenigstens mit den Ankeckpanzern gutes Geld gemacht. Und wir kriegen noch einen Ankeckpanzer für Minsk am besten. Für Minsk oder für sie? Ich würde mir eher sagen für sie. Da sie ohnehin schon übelst überlastet ist. Kommt der hier weg? Ja. Oder ich gucke dann nachher mal, wenn das soweit ist. Das dauert ja noch ein bisschen. Ja. Meine schreit schon wieder nach Müdigkeit. Ich muss eine Pause einlegen. Ich hab dir anzubieten. So, erstmal alles hier verkaufen. Auch das Gegengift. Das sind nochmal 1000 Gold. Und dann einmal königlich schlafen. Bei mir ist das Bier billig. So. Gut. Jetzt dürften wir fit genug sein, um einer Amberly-Priesterin in den Hintern zu treten. Weil das ist unser nächstes Ziel eigentlich. Weltkarte, hier oben die Brücke. Dort soll sich ja die Priesterin aufhalten wahrscheinlich. Weil in dem Gebiet mit den Ankecks war sie nicht. Und die Fischer haben gesagt, sie lebt nördlich. So, das heißt ab zu der Brücke, 20 Reisestunden. You have been waylaid by enemies and must defend yourself. Hunde. Eins auf die Hunde auf für die Gruppe. Ich bin ganz Ohr, so gut ich kann. Eure Dien für die Gruppe. Mich kümmert, denn ich verschwinde jetzt. So. Alles töten. Ja, gut. So gut ihr euch. Was wollt ihr? Für die Gerechtigkeit. Ja, für die Gruppe. Dies ist was wollt ihr? Der Kampfhund muss noch weg, den Hopkong, den ignorieren wir. Nichts leichter als das. So. Wir reisen weiter. Schon 3000, das ist schon wieder 1000 mehr, das heißt, es fehlen nur noch 2000. Ja, 21.000. So. Die Brücke. Hier dürften wir auch nochmal Ankecks begegnen, glaube ich. Eigentlich hoffe ich es mal nicht, weil langsam habe ich die Nase voll von Ankecks. Erinnert ihr euch noch an den einen Ankeck, der einfach mal so zufällig gespawnt ist? Das war mal eine nervige Sache. Der hat uns zwar einen Haufen Erfahrungspunkte gegeben. Komischerweise, die Ankecks sind härtere Gegner als Fleischgolems, von meinem Gefühl her. Außer dass Fleischgolems natürlich magieresistent sind, Ankecks nicht. Ankecks sind ja wilde Tiere.
Obwohl das hier wahrscheinlich nicht viel damit zu tun hat. Es gibt sicherlich genug Tiere mit Magieresistenz. So, wir gucken uns erstmal hier auf der Flussuferseite um. Wir gehen hoffentlich keinen Ankex. Bis jetzt jedenfalls nicht. Und ich vergaß, wir müssen auch noch mal zu den Fischern dann zurück. Naja, einen Tag haben wir schon mal von den 10 Tagen, die es dauert. Jo. Hier ist alles nur Wald. Ah, hier ist aber ein Haus. Und sie sieht aus wie eine Amberly-Priesterin. Hier mache ich allerdings mal ein Quicksave, weil da könnte einiges schief gehen. Hallo. Halt! Ihr betretet mein Grundstück. Halt, ihr befindet euch auf meinem Grund und Boden. Wer Waffen bei sich trägt, kommt mir hier nicht herein. Diese schrecklichen Fischer haben euch angehört, oder etwa nicht? Sprecht. Ich weiß nicht, von was du redest, Kind. Das sind definitiv die falschen Worte. Es ist wahr, sie haben mich gesandt, um eure Schurkereien ein Ende zu bereiten. Sie haben mich gesandt, aber ich möchte nur wissen, was vorgeht. Was hier passiert, geht euch nichts an. Macht, dass ihr wegkommt, sonst endet ihr so wie die hier. Amberly wacht über mich. Ihr schon wieder, ich warne euch zum letzten Mal. Verlasst mein Haus oder ich muss davon ausgehen, dass hier mit meinen Feinden im Bunde steht. Es ist wahr, sie haben mich geschickt, eure Schurkerei. Ich möchte keine Feindseligkeiten zwischen uns. Ich werde euch nicht weiter belästigen. Nein, ich will wissen, was hier vorgeht. Sie sind immer so feige wie hinterhältig. Bezahlen andere für das, was sie selbst nicht zur Wege bringen. Noch in dieser Nacht setze ich dem allen einen, dem Meere schreien nach Rache. Oh je. Warum tut ihr das? Wisst ihr nichts von ihren Verbrechen? Sonne und die anderen, sie sind in Wahrheit die Übeltäter. Sie haben meine Mutter umgebracht und nun helft ihr ihnen. Sie tat nur ihre Pflicht, indem sie die Opfer der Seefahrer zur Bewältigung des Meeres entgegennahm. Sie haben ihr die Schale der Herrschaft über Wasserelementare gestohlen und ihr durch Folter die geheimen Zauberworte zum Gebrauch der Schale abgerungen. Nun missbrauchen sie alle ein Geschenk Amberlys zur Plünderung der Meere und der Geist meiner Mutter kann nicht ruhen, solange sie die Schale besitzen. Ich habe größere Macht als ehedem meine Mutter. Amberly stattete mich mit ihrem Zorn aus, doch ich kann die Schale nicht finden. Ich kann nichts weiter tun, als ihnen so lange Schaden zu verfügen, bis sie entweder die Schale zurückbringen oder umkommen. Doch ich bin müde, meine Willensstärke reicht nicht an die meiner Mutter heran. Und die Göttin verlangt mir so viel ab. Bitte helft mir. Okay, Zwiespalt. Wenn diese Fischer wirklich das gemacht haben, und das werden wir jetzt gleich herausfinden gehen, dann ist es ein Fehler, sie zu töten, weil wir uns gleichzeitig es mit einer Göttin verscherzen. Die sowieso ziemlich launisch ist. Also wir können sagen, ich traue weder euch noch Sonders Bande. Ich werde euch helfen, so gut ich kann. Ich traue weder euch noch Sonders Bande. Dann halt euch trüßt aus der Schlacht heraus und lasst mich in Frieden. Euch ist bei diesem Kampf doch nur am schnöden Geld gelegen. Geht. Genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Jetzt muss ich das Spiel nochmal laden. Ich will sie nämlich eigentlich nicht umbringen. Halt! Ihr betretet mein Grundstück! Ich möchte wissen, was hier vorgeht, ja? Amberly wacht über mich. Und dann nochmal, okay. Euer Leben liegt in meinem Hand. Amberly wacht über mich. Ich werde euch helfen. Oh, ich danke euch. So wird die Königin der Meere ihre Schall vielleicht doch zurückhalten. Vor allem aber dürfen Sonne und seine Gesellen nicht länger auf ihre Kosten davon profitieren. Wahrscheinlich haben sie die Schale im Schrein einer anderen Gottheit verborgen. Selbst wenn ich wüsste, in welchem Schrein sie sich befindet, könnte ich mich ihm nicht nähern. Doch vielleicht verrät ja Sonne das Versteck, wenn ihr danach
mit gezücktem Schädel fragt. Geht jetzt, denn Amelie ist nur selten geduldig. Zumal ihr bislang bei ihr nicht gerade einen Stein im Brett habt. Gut, jetzt brechen wir mal schön den Kampf ab. Talisa, zauber mal bitte. Diese Ranken weg. So. Ja, nichts leichter als das. Gut, schauen wir uns erstmal hier fertig um bei ihr. Denn diese Sache ist schon ein bisschen tricky und ich glaube, wenn wir ihr helfen, gibt es mehr Erfahrungspunkte. Hallo Ankeck. Ein Ankeck, hm? Ein Ankeck können wir locker besiegen. Minsk steht sogar auf ihm drauf. Ein Dolch. Nestors Dolch. Nestors Dolch. Den nehme ich mal vorsichtshalber mit. Das ist ein Questgegenstand. Juhu. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Ah, okay. Das heißt, wenn wir einem Nestor begegnen, dann geben wir ihm seinen Dolch zurück. Ja, gut. Ich denke, jetzt habe ich erstmal kurz Khalid. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. So, jeweils zweimal. Dann sieht er nicht mehr ganz so mitgenommen aus. Dann kannst du die Nummer selber heilen. Du hast auch noch zwei Heilungen. Eine für Minsk und eine für mich selber. Und wenigstens ist Minsk jetzt wieder oben auf. Auch wenn er nicht mehr so viel schleppen kann. Kann er jetzt, ja doch, noch. Hat er jetzt wieder minus 1 an Schutz. Minus 3, minus 3. Khalid hat halt mehr Geschick als Minsk. Was wollt ihr? Wer trägt eigentlich die Geschicklichkeitsarmschuhe? Du. Ohne die hast du nur eine Rüstung von 2, was nicht viel ist. Was? Beinahe unter meiner Würde. So. Gucken wir jetzt noch kurz in ihr Haus rein. Ich verschwinde jetzt. So, hier öffnen. Ach, da wird sie hoffentlich nichts dagegen haben, wenn wir uns an ihrem Zeug bedienen. Oder auch doch, egal. Ist mir egal. Die hat uns angegriffen. Da soll sie uns auch wieder gut machen. Egal in welcher Situation sie sich befindet. Ja, gut. So. Ich will raus. Gut. Gut. Dann gehen wir jetzt noch wenigstens unten wieder zurück an die Brücke. Okay. Ich denke mal, nachher wird einfach Talisa mit der Schale und den 7-Meilen-Stiefeln nach da oben flitzen. Und ihr die Schale bringen. Ja, das heißt, wir müssen jetzt über die Brücke, über den Fluss. Und die scheinen wirklich am... Ja, okay. Man könnte fast schon sagen, dass das hier... Wie nennt man das nochmal? Ist das ein Fjord? Also hier kommt ein Fluss runter. Das ist noch ein Fluss. Ich glaube, ab irgendeiner Stelle hier wird das schon mehr Wasser. Weil hier ist ja die Schwertküste. Ja, ich philosophiere gerade über Geografie. So, den Dolch können wir dahin packen. Wir haben zur Sicherheit 2 Formelsteine zu Fleisch. Ah, und wir haben noch die Zauber, die wir in Baldurs Tor dann verkaufen können. Ja. Gut. Sind wir unten angekommen, fast. Ja. Wir sind hier unten angekommen. Das heißt, ich speichere hier jetzt mal wieder. LP026 nach diesem anstrengenden Gebiet. Also dem Ankeck-Gebiet. Wir haben ja fast die ganze Zeit dort verbracht. So.
Und da gibt es jetzt erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.